Ja, bringe ich mein Geld am besten gleich in irgendein Steuerparadies. Könnten Sie jetzt vielleicht sagen, aber Vorsicht, wenn Sie erwischt werden, dann wird es richtig teuer. Irgendwann kommt man Ihnen doch auf die Spur. Erst letzte Woche hat ein Schweizer Ex-Banker WikiLeaks eine CD mit Daten von Steuerflüchtlingen übergeben. Und auch die Bundesrepublik hat inzwischen 4 CDs mit brisantem Inhalt über deutsche Steuerflüchtlinge gekauft. Rund 1,8 Milliarden Euro konnten die Steuerfahnder dadurch nachfordern. Aber man kann Steuerflüchtlinge auch ganz anders aufspüren. Wo gut betuchte Urlaub machen, lässt manch einer auch arbeiten. Sein Geld. In Steueroasen weit weg vom Finanzamt, vom Bankgeheimnis gut geschützt. Es sei denn, man lebt in Dänemark. Hier gibt es nicht nur eine Königin, sondern auch ein eigenes Steuerministerium. Es heißt Skat und hat spezielle Möglichkeiten, Steuerhinterziehern auf die Spur zu kommen. Wenn wir Daten benötigen, um die Höhe der zu zahlenden Steuern festzusetzen, dann können wir diese Daten von den Banken verlangen. Die sind verpflichtet, uns Daten zu geben. Das ist Teil unserer Steuergesetzgebung. Und diese Gesetze nutzt der Staat Dänemark. Im letzten Jahr erstellte das Steuerministerium eine Liste von 55 Steuerparadiesen in der ganzen Welt. Dort finden sich diverse asiatische Länder, Inseln im Pazifik, bekannte Steuerparadiese in der Karibik. Aber auch jede Menge europäische Länder, von Gibraltar über die Schweiz, Österreich bis zu den englischen Kanalinseln. Und sogar England selbst. In einer Spezialaktion wurden ohne Vorwarnung die dänischen Banken aufgefordert, alle Überweisungen, die in den letzten Jahren in diese Länder gingen, zu melden. Hunderttausende Datensätze, die zurzeit von speziellen Computerprogrammen und einer 100 Mann großen Arbeitsgruppe ausgewertet werden. Eine erste Stichprobe zeigt mit großem Erfolg. Wir schätzen, am Ende der Aktion, in etwa 2 Jahren, erwarten wir 300 bis 500 Millionen zusätzliche Steuereinnahmen. 3 bis 500 Millionen ist kein riesiger Betrag, aber Dänemark hat kaum mehr Einwohner als Berlin. Und natürlich kann man mit dieser Datenanalyse auch keine Steuerhinterzieher erwischen, die ihr Geld in einem Koffer, also bar, ins Ausland bringen. Trotzdem schätzt der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, von Beruf Steuerfahnder, dass eine ähnliche Aktion gegen Steuerhinterzieher in Deutschland noch sehr viel ergiebiger wäre als im kleinen Dänemark. Also mit Sicherheit das Zehnfache und wahrscheinlich sogar mehr. Das wären auf Deutschland hochgerechnet 5 bis 7, 8 Milliarden, die man aufgrund einer solchen Einzelaktion holen könnte. Wenn man dürfte. Wer wie viel Geld nach Liechtenstein oder in andere Steueroasen schickt, ist in Deutschland ein Geheimnis, ein Bankgeheimnis. Also man kann viele Ermittlungen anstellen, aber genau dort, wo sie ergiebig wären, nämlich bei den Banken, nicht. Da gibt es eine Bestimmung in der Abgabenordnung, den § 30a, der ist überschrieben mit Schutz der Bankkunden. Und wenn man die Frage stellt, von wem muss denn der Bankkunde geschützt werden, dann sagen die nachfolgenden 5 Absätze nur vor dem Finanzamt. Die Steuergewerkschaft fordert schon lange, dieses deutsche Bankgeheimnis abzuschaffen. Doch das Finanzministerium lehnt das ab. Wir fragen warum und erhalten nur schriftlich die Antwort. Das Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen, hat nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Verfassungsrang. Merkwürdig nur, Löhne von Arbeitern und Angestellten werden automatisch an Finanzämter gemeldet. Für die gibt es keinen Schutzparagraphen. Auch Renteneinkünfte werden den Finanzämtern vollautomatisch auf den Cent genau für den Steuerbescheid übermittelt. Nur Bankdaten bleiben dem Finanzamt verborgen. Nur die sind in Deutschland scheinbar durch die Verfassung geschützt. Hier spielt die Macht des Geldes eine Rolle, die eben hier bei der Politik gewirkt hat. Die Politik ist eingeknickt von der Drohung, dass möglicherweise dann das Geld abfließen würde, wenn man hier vom Finanzamt aus bei den Banken ermitteln könnte. Ich behaupte, dass das nicht der Fall wäre, aber die Politik hat hier der Drohung der Bank mehr geglaubt als uns. In Dänemark scheint man keine Angst zu haben, dass die Auswertung von Bankdaten die wohlhabenden Dänen und ihr Geld ins Ausland verjagt. Auch weil die Datenauswertung selbst dafür sorgt, dass jeder, der in Dänemark lebt, hier wirklich Steuern zahlt. Selbst wer seinen Wohnsitz in ein Steuerparadies, etwa die Schweiz, verlegt,
ist vor dem Datenzugriff dänischer Steuerfahnder nicht sicher. Wir konnten sehen, dass einige angeblich Ausgewanderte regelmäßig ihre Kreditkarten in Dänemark benutzen, also noch hier leben. Wir bekamen diese Daten von den Banken. Von 800 untersuchten Fällen waren das 250. Die brachten 66 Millionen zusätzliche Steuern. Schlechte Karten für Dänen, die ihr Glück in Steuerparadiesen suchen. Deutsche Steuerhinterzieher können sie noch vergleichsweise sorgenfrei genießen.